Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist wieder Montagabend, 19 Uhr, und ich darf Sie ganz herzlich zum Webinar der DZ Bank begrüßen. Mein Name ist Falco Block. Ich bin Zertifikatespezialist bei der DZ Bank in Frankfurt, und ich werde Sie in Vertretung meines Kollegen Markus Landau, der auch diese Woche noch im Urlaub weilt, als Moderator durch das heutige Webinar begleiten. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch an dieser Stelle unsere Referenten des heutigen Abends, die Trading Gruppe 2.0 mit dem bekannten Gespann Ingmar Königshofen, René Wolfram und Stefan Feuerstein. Und von dieser Seite schon mal ganz herzlich willkommen, die Herren, und schönen guten Abend. Ja, hallo Falco und natürlich auch hallo in die Runde. Freut uns, dass wir heute wieder mit von der Partie sind. Ja, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt keine Zinsen mehr. Ausrufezeichen. Ich sag mal, diese Aussage dürfte Sie jetzt alle nicht überraschen und keine wirklich neue Information für Sie sein. Neu ist allerdings, könnte man schon sagen, dass die Europäische Zentralbank die auch zuletzt etwas aufkeimende Hoffnung auf einen möglichen ersten Zinsschritt, zumindest im Herbst diesen Jahres, jetzt eine deutliche Absage erteilt hat. Weil im Rahmen der Notenbanksitzung vergangene Woche hat Präsident Mario Draghi die sogenannte Forward Guidance unveränderter Leitzinsen bis Ende 2019 verlängert. Bislang galt, ja, man könnte sagen, die Aussage, wir werden nicht an der Zinsschraube drehen, das ist diese Guidance, galt nur bis Ende des Sommers, sodass viele Marktakteure ja eine Prognose getätigt oder sich ein bisschen darauf eingestellt haben, dass es möglicherweise zu einem ersten Zinsschritt ja seit März 2016, so lange sind die Zinsen schon auf Null, im Herbst hätte kommen können. Auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass man sagt, Mario Draghi, dessen Amtszeit ja auch bald endet, wird wahrscheinlich doch hoffentlich nicht aus dem Amt ausscheiden und als erster derjenige sein, der keinen einzigen positiven Zinsschritt in seiner Amtszeit getätigt hat. Ja, aber diese Hoffnung dürfte nun deutlich vom Tisch sein, weil die Prognosen der EZB bezüglich der weiteren Inflationsrate und auch des Wirtschaftswachstums ihres Erachtens keinen positiven Zinsschritt rechtfertigen. Gleichzeitig will die Zentralbank den Banken aber mit neuen Liquiditätsspritzen unter die Arme greifen, um das Kreditwachstum anzukurbeln. Ja, die Frage ist natürlich, wie sieht es mit den Aussichten hierfür? Die sollten eigentlich eher bescheiden sein, kann man sagen, weil während die Kreditvergabe in Deutschland aufgrund einer brummenden Wirtschaft und gesunder Unternehmen weitgehend reibungslos verläuft, ächzen die Banken in den Südländern dagegen eigentlich eher unter hohen Beständen fauler Kredite. Ja, und die Motivation kann man sich natürlich vorstellen, für diese Kredite, für diese Unternehmen neue Kredite zu vergeben, ist eher begrenzt, wenn sie denn nicht erstklassig sind. Und die sind natürlich unter dem teilweise schwierigen Wirtschaftssituation dort nicht immer gegeben. Ja, das Wirtschaftswachstum insgesamt schwächt sich europaweit ab. Wir haben jetzt letztens auch noch unsere Prognosen deutlich reduziert, sodass wir teilweise für Europa nur noch knapp über 1% liegen. Und das strahlt natürlich auch auf die Inflationsrate aus, die bei weitem nicht in Richtung der von der EZB gewünschten 2% geht. Also das Ziel ist aktuell in weite Ferne gerückt. Und es bleibt dabei, solange dieses Ziel nicht erreicht ist, hat die EZB eigentlich keine Veranlassung, hier an der Zinsschraube zu drehen. Selbst in Deutschland konnten die zuletzt sehr ordentlichen Abschlüsse für neue Löhne aufgrund der ja niedrigen sonstigen Preissteigerung, niedrige Energiepreise einfach nicht das Ziel von 2% nachhaltig erreichen oder sogar übertreffen. Man kann sagen, schlechte Zeiten für Sparer, aber gute Aussichten für Aktienmärkte, weil die EZB wird jetzt weit ins Jahr 2020, mittlerweile sprechen viele auch schon von 2021, die Geldschleusen geöffnet halten, und das wird natürlich weiterhin Auftrieb für die Aktienmärkte geben. Die Frage natürlich jetzt, was bedeutet dieses Gesamtumfeld für die aktuelle Marktentwicklung? Was verspricht sich da? Wo ergeben sich aktuelle Trading-Chancen? Ja, und das werden Ihnen heute exklusiv die Profis der Trading-Gruppe 2.0 aufzeigen. Und deswegen schauen wir doch gleich mal auf unsere heutige Agenda. Da ist sie. Wir beginnen wie immer. Ingmar Königshofen startet mit einem Rückblick zum letzten Webinar der Trading-Gruppe. Das war am 25. Februar. Dann gehen wir über zu den Analysen. Heute schauen wir auch unter der Prämisse des Brexit. Morgen steht ja die nächste Entscheidung im Parlament an. Da blicken wir alle schon ganz gespannt hin. Wird es entsprechend jetzt zu einer positiven Abstimmung via des Brexits gehen oder wieder wird sich das Unterhaus zerstreiten wie bislang? Und dann schauen wir uns mal aktuelle Trading-Chancen an, die sich hier ergeben könnten, und zwar beim britischen Pfund zum US-Dollar.
Und dann auch die Frage, der S&P 500 ist ja sehr gut gelaufen in letzter Zeit, dann hat er einen kleinen Dämpfer bekommen. Wie sieht es da aus? Welche Trading-Chancen ergeben sich da? Das werden die Kollegen sich dann einmal anschauen. Zwischendurch möchte ich Ihnen dann wieder zeigen, wie Sie mit Hilfe des DZ Bank Guidance Desktop und dem Produktfinder auf unserer DZ Bank Derivate-Seite diese vorgestellten Analysen dann auch in eine konkrete Trading-Idee übersetzen können. Denn die Analyse ist auf der einen Seite wichtig, aber auf der anderen Seite auch die Frage, was mache ich dann mit dieser Information? Wie kann ich denn entsprechend hier eine konkrete Trading-Idee umsetzen? Das werde ich Ihnen dann zwischendurch zeigen. Vierter Punkt, Fragen. Wie immer gerne schreiben Sie uns in unserem Chat hinein, wenn Sie eine konkrete Frage haben. Immer derjenige, der jetzt gerade mal nicht spricht, der schaut dann immer mal alle in den Chat hinein. Wir werden versuchen, Ihnen alle diese Fragen zu beantworten. Sollten noch welche bis zum Schluss übrig bleiben oder vielleicht auch einer ausführlichen Antwort bedürfen, was wir nicht sofort jetzt hier im Rahmen dieses Webinars klären können, dann beantworten wir Ihnen das wieder wie gewohnt in der Nachgangs-E-Mail. Die Dauer unseres Webinars, wieder eine knappe Stunde. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir noch kurz noch mit den rechtlichen Hinweisen, die ich Ihnen hier kurz zeigen möchte. Dies gilt wieder immer. Das Webinar richtet sich ausschließlich an kundige Selbstentscheider mit entsprechender Erfahrung in Hebelprodukten. Und alle, die diesem Webinar besprochenen Produkthinweise können lediglich zu Demonstrationszwecken gezeigt werden. Sie stellen kein öffentliches Angebot dar, auch nicht entsprechend als Empfehlung zu verstehen. Und sie können natürlich auch keine Beratung hier ersetzen. Hebelprodukte selbst beinhalten ein hohes Risiko, insbesondere das sogenannte Totalverlustrisiko bei Erreichen des Knockouts, bei Turbozertifikaten oder der wertlosen Fälligkeit von Optionsscheinen und natürlich das Ausfallrisiko des Emittenten. Ja, dann würde ich sagen, übergebe ich doch gleich mal an Ingmar mit einem Rückblick vom 25. Februar und dann sage ich ringfrei, Ingmar, was hast du uns da zu berichten? Ja, super. Vielen Dank, Falco. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Und natürlich nochmal an alle, die jetzt etwas später dazugestoßen sind, einen wunderschönen guten Abend. Und Falco hat schon gesagt, wir wollen als erstes natürlich wieder einen Rückblick auf unser letztes Webinar tätigen, wo wir dabei waren. Das war am 25.02. Dort haben wir zwei Strategien vorgestellt. Eine Long-Strategie auf das Rohöl der Sorte WTI und eine Short-Strategie auf den DAX. Wir wollen jetzt mal schauen, wie sich das Ganze bisher entwickelt hat. Wollen wir uns erst einmal ganz kurz die Strategie auf WTI anschauen. Dort hatten die Vorfilter laut René angezeigt, dass wir einen Long-Einstieg suchen sollten. Laut Stefan sollten wir einsteigen mit einem Limit bei 55 US-Dollar im Basiswert selber, mit den Zielen bei 60, 64, 70 und 78 US-Dollar und einem Stopp bei 50,5 US-Dollar. Aktueller Kurs sehen Sie unten, 56,60. Und jetzt schauen wir mal im Chart, ob wir auch zum Zuge gekommen sind mit dieser Long-Strategie. Sie sehen wieder blau eingekreist den Tag des Webinars, den 25.02. Am nächsten Tag, das kann man nicht ganz so gut sehen, wurde das Limit ganz knapp nicht erreicht. Um 3 Cent, glaube ich, sind wir knapp oben wieder abgedreht nach oben. Aber jetzt kürzlich kam es eben nochmal zu einem leichten Abverkauf. Das Limit bei 55 US-Dollar hat gegriffen. Heißt also, wir sind jetzt in dem Long investiert. Man sieht aber auch, bisher ist nicht wirklich was passiert. Wir sind weiter hier in dieser Seitwärtsphase gefangen. Und jetzt warten wir einfach mal ab, wie sich das die nächsten Tage und Wochen entwickelt, das Ganze. Aber momentan macht es keinen Sinn, dort den Stopp nachzuziehen oder sonstiges. Man sieht hier unten auch, der Stopp ist immer noch bei 50,50 unterhalb dieser letzten Zwischentiefs, die wir sehen. Macht jetzt aber noch keinen Sinn, den zu eng nachzuziehen, weil, wie gesagt, die Position ja noch nicht wirklich weit vorne ist. Dann sollten wir erstmal warten, wie das Ganze hier ausgeht, ob diese Seitwärtsphase nach oben verlassen wird. Dann könnten wir natürlich den Stopp unter das letzte Zwischentief nachziehen, aber macht momentan, wie gesagt, noch keinen Sinn. Von daher warten wir mal ab, wie sich das Ganze innerhalb der nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird. Dann die zweite Strategie war eine Short-Strategie auf den DAX. Dort hatten die Vorfilter einen potenziellen Short-Einstieg angezeigt. Aber wie wir immer wieder sagen, wollen wir auch von charttechnischer Seite immer eine Preisbestätigung haben. Hier hatten wir gesagt, ups, jetzt sehe ich gerade, dass hier noch 836 drin steht. Das ist natürlich Käse. Ich gucke jetzt gerade mal hier im nächsten Slide, da sieht man das. Ja, das Stop-Buy war 11.290. So tief sind wir noch nicht gefallen, dass wir jetzt bei 836 stehen. Von daher 11.290 müsste hier eigentlich stehen als Stop-Buy-Limit für diese Short-Strategie mit den Zielen bei 11.000, 10.800, 10.400, 10.250 und 10.150 Punkten.
Und dann, wenn es zur Ausführung kommt, einem anfänglichen Stopp bei 11.600 Punkten. Man sieht ganz unten aktueller Kurs 11.527. Und jetzt wollen wir uns das Ganze auch hier mal im Chart anschauen. Wir hatten ja eben schon kurz einen Blick drauf geworfen. Man sieht wieder hier den Tag des Webinars, den 25.02. Und man sieht hier unten dieses Stop-Buy-Limit bei 11.290. Da sieht man ja, wenn man das ab diesem Tag des 25.02. nach rechts abfährt sozusagen, dass es noch nicht zur Ausführung kam. Da sieht man eben, wie sinnvoll es auch sein kann, solche Preisbestätigungen abzuwarten. Ansonsten würde man jetzt hier mit der Short-Strategie zunächst einmal im Minus liegen, wird jetzt im Endeffekt die ganze Zeit Finanzierungskosten bezahlen für eine Strategie, wo es nur im Moment seitwärts läuft im Basiswert selber. Von daher bleibt die Strategie wahrscheinlich so weiterhin bestehen. Ich werde das nachher an den, oder ich werde jetzt schon den Stefan fragen, aber er kann es dann nachher beantworten. Wir werden ja heute eine Strategie auf den S&P 500 vorstellen und dann kann Stefan natürlich auch nochmal kurz einen Querverweis auf den DAX machen, weil das interessiert natürlich die meisten Zuschauer meistens, wie es beim DAX weitergehen könnte. DAX ja heute auch nochmal etwas weiter angestiegen jetzt in den letzten Stunden, seit ich die Präsentation erstellt habe. Von daher macht es vielleicht auch Sinn, wenn man einen Stop beisetzt, diesen vielleicht hier etwas anzuziehen unter die Marke von 11.400 Punkten knapp darunter und den Stopp eher nach oben zu setzen über 11.700 Punkte zum Beispiel. Aber darauf wird der Stefan dann gleich nochmal eingehen. Wie gesagt, momentan kam es hier noch nicht zur Ausführung und dann werden wir nachher hören, was der Stefan denkt, wie man hier eventuell auch noch einsteigen könnte. Dann würde ich auch mit dem Rückblick schon, oder der Rückblick würde ich damit auch schon beenden, würde dann an René übergeben. Allerdings, bevor ich zum René übergebe, haben wir heute mal eine Kurzumfrage dabei. Falko hat es ja eben schon gesagt, es gibt ja noch die Entscheidung über einen potenziellen Brexit. Und da würden wir jetzt gerne von Ihnen wissen, womit Sie rechnen. Ob Sie eher mit einem harten Brexit rechnen, ob Sie mit einer Verschiebung des Brexits rechnen oder sogar einem Exit von dem Brexit. Von daher wäre es super, wenn Sie da ganz kurz abstimmen könnten, einfach mal Ihre Meinung mitzuteilen, denn das ist natürlich auch immer sehr interessant für uns zu sehen, was Sie denken, weil gerade wenn wir heute über das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar reden, macht es natürlich Sinn, dass wir uns auch mit dieser Frage etwas näher befassen. Guck gerade mal hier rein in die Umfrage. Momentan haben schon 70% abgestimmt. Super, dass Sie so zahlreich hier mitmachen. Und jetzt würde ich sagen, warten wir noch so 10 Sekunden, dann können wir die Umfrage eigentlich auch schließen. Jetzt haben schon knapp 80% mitgemacht. Super, das ist natürlich eine sehr gute Beteiligungsrate. Vielen Dank dafür. Genau, dann würde ich sagen, schließen wir die Umfrage und schauen uns mal das Ergebnis an. Und dann sehen wir, dass 14% doch mit einem harten Brexit sogar rechnen. Ganz klar, die Mehrheit von 74% geht davon aus, dass es eine Verschiebung gibt, dass es erstmal zu keiner Entscheidung kommt. Und 12% rechnen mit einem Exit vom Brexit. Finde ich eine sehr interessante Statistik. Natürlich, klar, das ist auch das, was natürlich momentan bevorzugt wird, dass man mit einer Verschiebung des Brexit rechnen kann, weil momentan sieht es ja nicht danach aus, dass es hier zu einer Einigung kommt. Aber René, damit würde ich dann auch zu dir übergeben, dass du mal deine Meinung kundtun kannst und mal zeigen kannst, wie die Vorfilter aussehen und wie es beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar aktuell aussieht. Ja, danke Ingmar und auch von mir hallo in die Runde. Wir schauen uns beim britischen Pfund zunächst einmal die Saisonalität an und bedienen uns dabei dem RW Seasonal Chart, bei dem wir ja, das vielleicht nochmal kurz erklärt für diejenigen, die nicht jedes Mal dabei sind, bei dem wir die saisonale Entwicklung ein bisschen anders filtern. Klassisch saisonale Charts sind einfach ja kumuliert. Das heißt, man nimmt den Jahresverlauf von dem ersten Jahr, von dem zweiten Jahr, dritten, vierten, fünften und so weiter bis hin zum 20., 30., 40. Jahr, legt das alles übereinander und hat dabei natürlich dann auch Einmaleffekte drin. Also zum Beispiel solche Sachen wie den Tag, an dem der Schweizer Franken vom Euro abgekoppelt wurde, wo es da diese 25% Bewegung gab. Sowas ist da natürlich auch mit drin. Das ist ja aber keine Regelmäßigkeit. Würde dann dort suggerieren, dass dort eine große Bewegung in diesem Zeitraum stattfindet oder zu erwarten ist, was aber keine Regelmäßigkeit ist. Hier haben wir auf Gleichförmigkeit geachtet, haben mit Standardabweichung gearbeitet. Das heißt, die steilen Passagen in diesem saisonalen Chart sind die Passagen oder die zeitlichen Abschnitte, in denen der Markt auch tatsächlich eine sehr regelmäßige Tendenz hat. Das heißt nicht immer, dass es stark in die Richtung läuft,
Aber die Trefferquote ist dann sehr hoch. Das heißt, die Zuverlässigkeit, sagen wir es mal so, die ist sehr hoch. Und da sehen wir hier für das britische Pfund, dass wir ab der zweiten Märzwoche, so ungefähr um den 7., 8., 9. März herum, geht das typischerweise los, dass das Pfund deutlich ansteigt und das auch bis in den späten April, Anfang Mai hinein. Das ist auch etwas, was aus verschiedensten Auswertungen sich immer wieder bestätigt. Ich habe zum Beispiel eine Strategie, die aufs britische Pfund lautet, die nur Short handelt immer. Und die arbeitet, also ist eine reine Intraday-Strategie, die arbeitet in allen Monaten, aber im April pausiert sie, weil das ist die Zeit, in der sie einfach schlecht funktioniert. Heißt also, das wird auch da nochmal bestätigt. Diese saisonale Tendenz ist tatsächlich sehr, sehr stabil. Und in dem Fall ist ganz klar, Saisonalität zeigt für die kommenden Wochen, also bis Ende April, Anfang Mai, für das britische Pfund ganz klar gen Norden. Sehr stabiles Muster, eigentlich der stärkste saisonale Abschnitt unterjährig. Kann man hier recht klar sehen. Zweiter Faktor, den wir immer uns anschauen oder den wir uns meistens anschauen, sagen wir es mal so, und jetzt endlich wieder anschauen können, denn es war ja durch die Haushaltssperre in den USA, haben ja sämtliche Behörden irgendwie ihren Dienst auf Sparflamme gehalten oder sogar ganz eingestellt zwischenzeitlich. Und da sind natürlich auch die solche Daten wie die COT-Daten über Wochen nicht aktualisiert worden. Das wurde dann jetzt nachgeholt und mittlerweile sind wir wieder auf dem aktuellen Stand. Und deshalb können wir uns das jetzt auch mal wieder zu Gemüte führen. Und da sehen wir für das britische Pfund, dass die großen Spekulanten, die Large Traders, also die Fonds, grüne Linie hier im oberen Indikatorenfeld, so gegen Ende 2018 eine sehr bärische Positionierung hatten. Und diese extremen Positionierungen, die sind eigentlich auch immer nur sehr, sehr kurz, markieren aber dann auch neue Extreme, beziehungsweise geben auch ein Indiz oder eine Indikation für einen neuen Trend in die Gegenrichtung, sind also als Kontraindikator zu verstehen. Wenn man einfach nur mal ein bisschen zurückschaut und sieht, was ist in der Vergangenheit passiert, wenn diese grüne Linie, also die Nettopositionierung der großen Fonds, der Large Traders, wenn die sehr bearish war, das war hier der Fall, haben wir lokales Tief markiert in der Nähe. Nicht sofort, aber kurz darauf. Das war hier im Frühjahr 2017 der Fall. Was hat der Markt anschließend gemacht? Deutlich gen Norden gegangen. Das war Anfang 2015 der Fall. Gab es eine Erholung von ungefähr 10%. Das war 2013 der Fall. Da gab es auch einen Schub nach oben von 10, 15%. 2011, Ende 2011 war das der Fall, da gab es auch einen Erholungsschub, der war jetzt nicht riesig, aber waren auch 700, 800 Ticks, die man da mitnehmen konnte. Das war 2010, ungefähr Mitte des Jahres der Fall, da gab es diesen Aufwärtsschub und so weiter und so fort. Das kann man jetzt hier beliebig fortsetzen. Da sieht man, dass es immer Schübe gegeben hat von 8 Cent nach oben, manchmal sogar 20, 30 Cent nach oben. Also immer war das ganz gute Niveaus, um einzusteigen. Und wir sehen es ja auch heute gerade wieder, das Pfund ist jetzt ganz ordentlich nach oben unterwegs. Morgen ja dann wieder ein kritischer Tag, der ja entweder einen Impuls nach oben beschleunigen kann oder wieder den Rückschlag bringen kann. COT-Daten sehen hier ziemlich bullisch aus, also potenziell bullisch, weil einfach die Spekulanten unterinvestiert sind und aus einer Phase kommen, in der sie relativ stark auf der Short-Seite investiert waren. Umgekehrt, die Hedger, die haben sich vergleichsweise moderat abgesichert, beziehungsweise waren sogar und sind noch immer netto long. Das kommt in der Form eher selten vor, in diesem Ausmaß. Also potenziell sind diese Daten bullish. Allerdings muss man bei den COT-Daten verstehen, dass es kein klassisches Timing-Instrument ist. Wir sehen hier Positionierung und können einfach nur daraus lesen, okay, es sind Spekulanten massiv short. Was müssen Spekulanten machen, wenn sie einen Gewinn realisieren wollen? Sie müssen die Position glattstellen. Haben sie einen physischen Gegenwert? Nein. Also wird so etwas sich dann immer in einem Squeeze, in dem Fall eben einem Short Squeeze gen Norden entladen. Und die Umfrage war ganz interessant, weil ich persönlich halte das für gar nicht mal so unrealistisch, dass es möglicherweise sogar noch einen Exit vom Brexit gibt. Und ich bin generell auch der Ansicht, dass Großbritannien nicht so unter dem Brexit leiden wird, wie das alle jetzt beschreiben. Es ist schon sehr viel Negatives im Markt eingepreist und ich glaube, das Überraschungsmoment ist eher auf der positiven Seite. Sprich, dass sich herausstellen wird, dass die britische Wirtschaft vielleicht nicht so leiden wird dann am Ende oder viel schneller sich wieder erholen wird, als man es vermutet.
Also das größere Potenzial sehe ich persönlich auf der Long-Seite und das sehen offensichtlich auch die Hedger so, denn sonst wären sie massiv abgesichert gegen fallende Notierungen. Das ist aber nicht der Fall. Und last but not least, bevor ich an den Stefan übergebe, der dann den charttechnischen Ausblick, die charttechnische Analyse zum Besten geben wird, schauen wir auf den intermarktbasierten Forecast. Wir sehen hier diese rote Linie, das ist der Long-Term Forecast. Da spielen, um es einfach zu sagen, Zinsentwicklungen in Großbritannien. Die Renditen in Großbritannien spielen da eine Rolle. Und deren relative Veränderung in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit, wirkt sich eben auf die Währungsentwicklung in der nahen Zukunft aus. Das ist mal grob runtergebrochen, was man daraus sieht. Und da sehen wir, dass das ab Dezember nach oben gehen sollte, bis in den April hinein. Das ist ja die Phase, die wir jetzt auch sehen und auch erleben. Gab es zwar jetzt wieder einen Rücksetzer so ein bisschen, aber das ist jetzt noch der Stand von heute früh. Da stand man noch relativ niedrig im britischen Pfund und mittlerweile hat sich das ja schon wieder hier nach oben geschraubt. Also das ist vom Trend her tatsächlich stimmig. Und was ganz interessant ist, ist, dass es hier hinten sich richtig nach oben biegt. Da sieht man auch so eine dünne graue Linie im Hintergrund. Das ist das, was man auch berücksichtigen sollte. Da ist hier ab Juli mit einem richtigen Push nach oben zu rechnen. Ich persönlich gehe so vor, dass ich im Moment auch im britischen Pfund auf der Long-Seite investiert bin. Und sollte das konsolidieren ab April, vielleicht 1, 2 Monate, dann ist der Plan, im Juli, wenn es dort neuerliche Kaufsignale gibt, das kann entweder sein, dass wir von oben an einen Support heranlaufen oder dass wir ausbrechen aus einer Seitwärtskonsolidierung auf ein neues Verlaufshoch, dann ist der Plan für mich persönlich, dass ich dann sogar zukaufen werde. Ob das dann am Ende erfolgreich sein wird, wird sich zeigen. Aber ich glaube, da ist das Potenzial einfach deutlich größer, weil die Masse einfach sehr viel Negatives sieht. Ich kenne keine einzige Analyse, keine Expertise, die jetzt irgendetwas Positives für das britische Pfund an der ganzen Brexit-Geschichte sieht. Und wenn man eines aus der Historie lernt, dann eben, dass dort die Chancen zu finden sind, wo keiner hinschaut. Und wir haben das ja auch schon in anderen Fällen auch oft erlebt. Ich kann mir vorstellen, im Moment sind natürlich viele Spekulanten am Verkaufen beim Pfund, weil sie sagen, oh je, das wird erstmal problematisch werden, wirtschaftlich für Großbritannien. Ich persönlich glaube zwei Dinge. Erstens, in dem Moment, wo die ausgetreten sind, es kann sich keine Wirtschaftsregion der Welt leisten, mit so einem großen Land und mit so einer wichtigen Wirtschaftsregion keinen Handel zu treiben. Also wird es da, so wie wir es, glaube ich, auch in der EU ja massenhaft erlebt haben, selbst wenn es dort Verträge gibt oder selbst wenn es keine Verträge gibt, wird es dann irgendwie einen Kuhhandel geben, sodass es dann doch ganz erfolgreich sein wird für die. Und was vielleicht viele auch noch gar nicht auf dem Schirm haben, wir haben hier in Europa ja eine Schuldenunion im Prinzip, was man natürlich jetzt in dem Rahmen hier nicht ausführlich besprechen kann. Aber ich glaube, der große Trumpf vom britischen Pfund kann dann irgendwann werden, wenn hier vielleicht mal wieder so eine Situation in Richtung zweites Griechenland kommt, wo man dann feststellt, ach so, da sind ja einige Länder, die wirtschaftlich wirklich große Probleme haben und darunter leidet dann der Euro. Dann kann sich auf einmal das Kräfteverhältnis völlig, völlig verkehren und dann sucht sich das Kapital möglicherweise genau das Pfund, weil es dann sagt, ja, die haben das Problem nicht mehr, also kaufen wir jetzt das Pfund. Also von daher, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man zumindest mal ein bisschen offener ist und nicht immer nur die negative Berichterstattung und diese einseitige Berichterstattung sieht, sondern auch mal überlegt, unter welchen Szenarien könnte denn das Pfund profitieren? Jedenfalls glaube ich, dass das ganz interessant sein dürfte. Und die Vorfilter zeigen im Prinzip einheitlich, alle gehen Norden für die nächsten Wochen. Von daher bin ich gespannt, was der Stefan sagt zur charttechnischen Situation, wie man von dieser Erwartung profitieren kann. Ja, hallo auch nochmal von meiner Seite, etwas zu späterer Stunde sozusagen. Ich beginne wie immer an der Stelle mit einem langfristigen Chart. Das sieht man hier seit Anfang der 70er Jahre, das Währungspaar, britisches Pfund gegen den US-Dollar. Sieht man eben langfristige Trends. Und was hier auffällt, ist, dass wir im Prinzip seit 2008 uns in so einem negativen, in einem abwärts gerichteten Trendkanal befinden. Und da sind wir momentan so etwa in der Mitte um die 1,30 herum. Und
Also selbst wenn der Kurs jetzt mal in den nächsten Wochen und Monaten auf rund 1,50 ansteigen würde, ist es noch kein langfristiges Kaufsignal, sondern da müsste man dann wirklich warten, bis der Kurs da über die 1,50 drüber geht. Allerdings, wenn es jetzt kurzfristig nach oben geht, was vielleicht auch in dieser Woche einen Impuls dafür geben könnte von der Metaller Seite, dann wäre eben die Region da nochmal interessant um die 1,50, weil wenn wir da drüber gehen, dann haben wir auch ein langfristiges Kaufsignal, was dann wirklich darauf hindeutet, dass wir über die kommenden Jahre dann nochmal einen Aufschwung erwarten dürfen. Soweit zum langfristigen Kursbild. Wir haben hier unten, das ist der MACD auf Monatsbasis, da haben wir so ein ganz, ganz leichtes Kaufsignal drin. Aber wie gesagt, ich würde jetzt mal noch die Woche abwarten, was da an Signalen seitens der Abstimmung im britischen Parlament kommt. Also ich meine, am morgigen Dienstag ist nicht davon auszugehen, dass das Parlament für den bereits abgelehnten Vorschlag stimmt, der ausgehandelte Vertrag mit der EU. Dann kommt es am Mittwoch eben zu der Abstimmung, ist ein harter Brexit gewünscht oder nicht, wovon ich auch nicht ausgehe, dass da eine Mehrheit sich dafür findet. Und dann am Donnerstag eben, ob es zu einer Verschiebung des Austrittsdatums kommt, um eine kurzfristige Verschiebung, um da weitere Verhandlungen zum Beispiel nachzulagern oder ob es da vielleicht nicht sogar dann tatsächlich nochmal eine neue Abstimmung gibt, ob die Briten überhaupt noch Interesse dran haben, aus der EU auszutreten. Also da ist dann nochmal alles offen. Und wie gesagt, aus diesem Abstimmungsverhalten in dieser Woche kann sich der eine oder andere Impuls ergeben. Ich gehe davon aus, wie auch die Mehrheit in unserer Umfrage gezeigt hat, dass es zu einer Verschiebung des Brexits kommt und da zu einer kleinen Erleichterungsbewegung, was dann eben im Währungspaar Pfund gegen Dollar dann auch ein entsprechendes kurzfristiges Kaufsignal mit sich bringt. Dazu gehen wir gleich eine Ebene tiefer, das ist die Wochenebene und da sieht man, wir hatten jetzt im vergangenen Jahr so einen Abschwung durchlaufen, sind dann an der Unterstützungsregion um rund 1,25 wieder nach oben gedreht und haben hier auch eine positive Divergenz ausgearbeitet. Das ist der MACD auf Wochenbasis hier unten. Also ich habe den immer auf der jeweiligen Chartbasis berechnet. Wenn ich einen Wochenchart habe, dann entsprechend einen MACD auf Wochenbasis beziehungsweise im vorherigen Chartbild auf Monatsbasis. Wie gesagt, hier hatten wir in den letzten Monaten eine positive Divergenz drin. Wir hatten fallende Tiefpunkte im Währungspaar in Verbindung mit steigenden Tiefpunkten im Indikator, was ein Anzeichen für eine Trendwende ist, die ist jetzt auch erfolgt. Und jetzt wird es eben interessant, geht diese Erholungsbewegung in den kommenden Wochen aus charttechnischer Sicht eben weiter nach oben. René hat ja in den Vorfeldern schon dargelegt, wie es da eben aussieht, dass wir da eine positive Grundtendenz drin haben und die ist durchaus auch charttechnisch möglich. Und für das Timing gehen wir dann gleich noch eine Ebene tiefer rein. Das ist jetzt die Tagesebene und da ist es eben wichtig, wir brauchen ein Kaufsignal dazu, eine kleine Bestätigung. Jetzt habe ich die Strategie heute Morgen ausgearbeitet. Ich springe hier gleich nochmal eine Ebene tiefer in die Stundenebene rein. Da waren wir heute Morgen noch irgendwo in der Region um knapp über 1,30. Jetzt gab es im Tagesverlauf da eine sehr deutliche Erholungsbewegung. Wir hatten da uns heute Morgen darauf geeinigt, einen Stop-Buy bei 1,3150 zu machen und damit wären wir da eben knapp über dem letzten Zwischenhoch gewesen. Also ich hole da nochmal aus dazu, für diejenigen, die da noch relativ neu zuschauen. Ich versuche immer Trends irgendwie, ich nenne es mal mathematisch eindeutig zu definieren. Denn nur so lässt sich eine Strategie dann auch überprüfen. Und bei einem Aufwärtstrend oder bei einem Abwärtstrend halte ich mich da an die Dow-Theorie. Das bedeutet, ein Aufwärtstrend setzt sich aus steigenden Tiefpunkten zusammen und ein Abwärtstrend aus fallenden Hochpunkten. Und wenn eben das letzte markante Hoch überschritten wird und dann habe ich einen Trendwechsel drin und den haben wir heute eben zu beobachten, als dieses Hoch bei rund 1,31 von der vergangenen Woche nach oben
überwunden worden ist. Deswegen, wie gesagt, wir hatten heute Morgen die Bedingungen dann festgelegt auf Stop bei 1,3150. Da sind wir jetzt knapp drüber. Ich würde die Bedingungen immer noch so drin lassen für denjenigen, der jetzt noch so ordern will, eben auf aktuellem Niveau dann. Die Absicherung, den Stoppkurs haben wir gewählt bei 1,2850 und damit sind wir eben knapp unter den letzten markanten Zwischentiefs. Also wir hatten zwar hier jetzt im Tagesverlauf hier ein Zwischentief markiert, das war eben auch heute Morgen noch nicht ersichtlich. Das letzte Markante war dann hier bei 1,29 und da sind wir dann mit 1,2850 eben immer noch knapp darunter. Ich würde jetzt eben so vorgehen, wie gesagt, ich würde die 1,3150 immer noch so die Region, das aktuelle Niveau als Einstieg wählen und würde dann, wenn wir dann nach oben weiter durchstarten, den Stopp relativ schnell nachziehen. Jetzt muss ich mal gucken, wir sind erst wieder in rund einem Monat dran mit der nächsten, mit dem nächsten Webinar. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, in so einem großen Zeitraum dann zu sagen, wie geht man da am besten vor. Allerdings, wie gesagt, wenn wir da zumindest über die 1,3350 gehen, dann würde ich den Stoppkurs zumindest mal knapp überhalb des Einstiegsniveaus nachziehen. Das ist so ein Szenario eben für die bis zum nächsten Webinar. Wäre schön natürlich, wenn der Kurs nach oben ausbrechen würde. Jetzt machen wir den Stoppkurs aber erst bei 1,2850 und zu den Kurszielen, da springe ich dann gleich nochmal eine Ebene nach oben. Da lässt sich es etwas besser erkennen. So, dann zoomen wir das noch ein kleines bisschen größer. Damit man das auch besser erkennen kann, genau. Als nächstes Kursziel haben wir natürlich irgendwo die Region 1,32. Da hatten wir hier Anfang des Jahres ein kleines Zwischenhoch markiert. Dann im weiteren Verlauf sind wir bei 1,3350. Das ist eben das letzte Hoch oder das bisherige Jahreshoch. Und wenn wir da nach oben drüber gehen sollten, dann gibt es natürlich gleich einen Schluck noch aus der Flasche sozusagen, einen ordentlichen Schluck nach oben. Da sind wir in der Region um 1,36 und dann im weiteren Verlauf dann auch schon die 1,40 bis sogar 1,44. Das sind dann allerdings mittelfristige Ziele, 1,40 bis 1,44. Da müssen wir dann erstmal schauen, wie sieht es denn aus, wenn wir wirklich bis an die 1,36 heranlaufen. Haben wir da noch genügend Kraft nach oben? Beziehungsweise aus fundamentaler Sicht sollte da natürlich das dann ja, soll es sich die Situation dann auch entspannen? Da wäre es dann vielleicht interessant, gibt es eben eine kurzfristige Verschiebung, gibt es eine neue Abstimmung? Sind die Briten vielleicht wirklich für den Exit vom Brexit? Da kann ich mir vorstellen, dass es einen ordentlichen Kaufimpuls geben wird für das Pfund. Ich habe mit verschiedenen Bekannten gesprochen, die in Großbritannien leben. Die hatten wirklich das Thema Brexit die ganzen letzten Monate nicht wirklich auf der Uhr. Und erst so langsam jetzt durch erste Hamsterkäufe, die zu beobachten sind, drängt sich das so ein bisschen ins Bewusstsein. Oh hoppla, da passiert ja doch irgendwie was. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn es zu einer neuen Abstimmung kommt, dass da wirklich sich eine Mehrheit findet, die eben dann nicht für den Austritt aus der EU ist. Aber wie gesagt, lassen wir uns da mal überraschen, was jetzt in dieser Woche an Entscheidungen ansteht. Bevor ich an den Falco übergebe, der Ihnen dann zeigt, wie man die passenden Produkte raussuchen kann, wiederhole ich am Ende nochmal ganz kurz das Trading Setup. Wie gesagt, ursprünglich ausgewählt Stop bei 1,3050. Das ist aktuelles Niveau. Da lässt sich immer noch einsteigen. Der Ausstieg dann bei 1,2850. Da habe ich auch schon erklärt, wie man dann eben im Laufe der bis zum nächsten Webinar dann versuchen kann, das Risiko etwas einzuengen. Und dann die Ziele nach oben, die 1,32, 1,3350 mit dem Jahreshoch, dann die 1,36, 1,40 und mittelfristig die 1,44. Das wäre es soweit von meiner Seite zum Währungspaar britisches Pfund gegen den US-Dollar. Und jetzt übergebe ich an den Falco. Ja, dann vielen Dank euch dreien zunächst mal für den Rückblick bzw. die aktuellen Analysen. Dann nehme ich mir auch mal die Moderatorenrechte, um mal das Trading Setup vorzustellen. Es dauert immer einen kurzen Moment.
Beginnen möchte ich die Auswahl auf Basis des sogenannten Guidance Desktops. Die meisten von Ihnen kennen den Desktop mittlerweile. Wir nutzen ihn eigentlich fast regelmäßig. Wir haben aber immer wieder ein paar neue Mitglieder und neue Zuhörer dabei. Deswegen erlauben Sie es mir ganz kurz, dass ich nochmal ein paar Takte hierzu erkläre. Also der Guidance Desktop, kann man sagen, ist eine Unterseite des, also der oder andersrum gesagt, der DZ Bank Guidance Desktop. So ist es richtig, ist eigentlich eine Unterseite des Guidance Desktops an sich. Sie können den auch direkt aufrufen. Sie müssen also nicht über die Guidance-Seite selbst gehen. Der Link, den markiere ich hier oben mal, der ist zugegebenermaßen nicht so ganz eingängig. Wir schicken den aber immer in der Nachgangs-E-Mail nochmal rum. Und wenn Sie dann entsprechend den aufrufen, dann müssen Sie sich kurz einloggen, dann sind Sie direkt auf dieser Ansichtsseite und können den entsprechend dann hier auch ganz normal als Favorit abspeichern. Für die Produkte finden Sie entsprechend hier oder die Z-Bank-Produkte finden Sie hier einen eigenen Desktop, der die Produkte vorstellt. Das Fenster selbst ist in drei Teile untergliedert. Ganz kurz hier oben sehen Sie den Chart des ausgesuchten Produktes. Das ist in der Regel, wenn Sie das öffnen, immer der DAX. Das sehen Sie hier oben. Das werden wir dann entsprechend gleich ändern. Dann haben wir ein Produktauswahlfenster und hier können Sie über die Suche, das machen wir gleich, einen Basiswert auswählen. Und das Tolle ist dann, Sie haben hier dann diese drei Fenster, Einstieg, Kursziel Stop Loss. Das heißt also, das, was wir gerade im Trading-Server gehört haben, kann man dann konkret hier eingeben. Und hier unten, das ist dann das Ausgabefenster und da werden dann entsprechend die zur Eingabe passenden Produkte herausgefiltert oder fallen dann heraus, kann man sagen. So, dann richten wir den Desktop jetzt auf das aktuelle Trading-Setup ein. Das heißt also, ich gehe hier in diesem mittleren Fenster auf den Button Suchen und dann sehen Sie, dann erscheint hier oben entsprechend ein Fenster und dann kann ich entsprechend das Kürzel eingeben. Sie sehen, klassischerweise DAX Eurostoxx ist eingegeben. Ich brauche jetzt aber nur die Abkürzung Great Britain Pound einzugeben und dann finden wir oben sofort auch im Verhältnis zum US-Dollar. Ich klicke kurz drauf. Ja, dann switcht das um und zwar sowohl das Fenster hier oben als auch die Ausgabe hier unten. Und jetzt können wir entsprechend das, was wir gerade in der Analyse gehört haben, hier eingeben. Warum das dann entsprechend interessanter ist, als beispielsweise über eine klassische Suche von Vista und Co. zu gehen, das zeige ich Ihnen dann gleich nochmal. Gehen wir deswegen erstmal in diese drei Masken das Trading Setup ein. Also wir haben gehört, kaufen ab 1,3050, da sind wir. Ich gebe es trotzdem mal ein, ich sage Vollständigkeit halber. Dann ein Kursziel, da haben wir verschiedene gehört. Ich nehme jetzt mal ein etwas höheres, damit man auch mal sieht, was sich entsprechend da entwickeln kann. 1,36 und wir hatten noch einen Stop-Loss, der lag bei 1,2850 und dann kann man entsprechend einfach durch Enter das eingeben. Sie sehen, ganz kurz dauert es, dann hat sich das Fenster unten angepasst. Ja, und oder was sehen Sie entsprechend jetzt? Jetzt sehen Sie hier nach dem Trading Setup, das, was entsprechend wir eingegeben haben, wird da eingetragen. Die Vorteile, die Ihnen jetzt dieser DZ Bank Guidance Desktop gegen einer normalen Finanzsuchmaschine wie zum Beispiel auf OnVista und so weiter gibt, ist, dass Sie hier konkrete Marken für Ihre Trading-Strategie erhalten. Sie müssen also für dieses Stop-Loss-Level von 1,2850 zum Beispiel oder diese Gewinnmitnahmeschwelle von 1,36 nicht permanent die Wechselkurse mit dem Optionsscheinkurs abgleichen, was normalerweise der Fall wäre, weil Sie haben ja auf der einen Seite den Optionsscheinkurs, an den müssen Sie ja beispielsweise Stop-Loss-Marken oder Stop-Buy-Limits und so weiter eingeben und auf der anderen Seite haben Sie den Basiswertkurs. Und dieses reine Desktop und diese, wenn Sie so wollen, die Suchmaschine rechnet Ihnen das entsprechend um. Es werden nämlich dann entsprechend die Produkte ausgegeben, die erstmal, ich sage mal, passend zum Stop-Loss agierend, hier haben wir eingegeben 1,2850, am besten passen. Das heißt also, hier oben haben wir genau das Knockout-Level, was wir oben eingegeben haben. Und je weiter wir nach unten gehen, desto niedriger wird das Knockout-Level. Das heißt für Sie auf der einen Seite mehr Sicherheit, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ausgenockt werden, sollte es doch ein bisschen mal oder eine Zeit lang mal in eine andere Richtung gehen. Dann sind Sie nicht sofort ausgestoppt. Dafür haben Sie natürlich entsprechend einen niedrigeren Hebel. Da ist es dann ganz persönlich in Ihrem Trading-Setup vorbehalten, was Sie sagen, wollen Sie einen entsprechend hohen Hebel haben oder wollen Sie ein bisschen mehr Sicherheit haben? Das kann man aber auch zum Beispiel auch nach Hebel sortieren oder nach anderen. Das heißt, Sie haben hier verschiedene Wahlmöglichkeiten. Und jetzt sehen Sie entsprechend, ich nehme mal das oberste, relativ gut, was das bedeutet. Das heißt also, dieser Einstieg hier 1,3050 oder nehmen wir jetzt vielmehr erst diesen Kursziel oder Stop-Loss, das wird entsprechend dann hier, Sie sehen es hier oben, in konkreten Zielmarken,
übertragen. Das heißt also im Endeffekt heißt das, wenn Sie zum Beispiel hier diesen Optionsschein auswählen und kaufen, dann können Sie gleich über intelligente Orderformen, es gibt ja diese OCOs, also One Cancels Other, das heißt also im Endeffekt können Sie zum Beispiel gleich eine Gewinnmitnahmeschwelle oben setzen, das wäre beispielsweise in diesem Fall 7,02 Euro im Optionsschein, das würde dann im Kurs von 1,36 Pfund zum US-Dollar tragen oder eben eine Stop-Loss-Schwelle von 57 Cent. Das heißt, Sie müssen also nicht permanent draufschauen oder selber ausrechnen, sondern diese Engine, kann man sagen, rechnet Ihnen das gleich aus. Und dann können Sie ganz individuell nach Ihrem persönlichen Risikoprofil das Produkt auswählen, was am besten zu Ihnen passt. Ja, dann haben Sie doch die Möglichkeit, wenn Sie entsprechend passendes Produkt haben, dass Sie hier eine Broker-Funktion nutzen können. Das heißt, Sie klicken hier drauf und können jetzt entsprechend einen Broker auswählen, bei dem Sie Ihr, ja, sag mal, Ihr Depot haben. Ich wähle ich mal einen aus. Und wenn Sie dann entsprechend dann hier auf diesen kleinen Button K kaufen klicken, dann werden Sie im Endeffekt, wird diese Wertpapier-Kennnummer, die Sie hier vorne haben, wird dann gleich durchgeschleift zu Ihrem Broker. Und dann können Sie sich dort einwählen und dann den Trade gleich durchführen. Natürlich müssen Sie dann nochmal ganz normal das Ganze heißt also, Sie müssen Wertpapier-Kennnummer müssen Sie nicht eingeben, aber Sie müssen natürlich PIN-Nummer eingeben und so weiter. Aber im Endeffekt werden Sie dann gleich durchgeleitet. Das heißt also, es ist so ein Komfort-Feature, was man sagen kann. Und wir haben hier eigentlich nahezu alle Broker integriert. Hier oben beim Chart, da gehe ich nochmal kurz drauf. Den muss ich nämlich nochmal ein bisschen anpassen. Sie sehen hier, das markiere ich mal, Sie sehen Stop-Loss. Da kann man das auch grafisch mal ganz gut sehen. Einstieg und dann kann man das Ding noch ein bisschen zusammenschieben. Dann erscheint nämlich hier oben auch die Zielmarke und dann können Sie anhand dieses Charts relativ gut auch mal visualisiert sehen, wo befinden wir uns. Also hier ist der Stop-Loss. Aktuell befinden wir uns da, also Einstieg jetzt schon möglich und das hier oben ist dann die Zielmarke. Ja, so viel soll es von der Seite erstmal gewesen sein zum aktuellen Trading Setup und Falco, dann würde ich jetzt, ja? Kurz noch eine Frage, bevor du abgibst. Gerne. Und zwar kam gerade die Frage rein, ob man auch nach Scheinen mit Endfälligkeit suchen kann, weil du hast ja jetzt die Endlos-Turbos gezeigt, die ja eine offene Laufzeit haben, ob es da auch die Möglichkeit gibt, nach Turbos mit Fälligkeit zu suchen. In der, vielen Dank für die Frage, in diesem Fenster jetzt hier nicht, weil wir haben das jetzt speziell auf die Endlos-Turbos, aber wir haben hier nachher, oder ich komme gleich, wenn wir das Trainsetter zum S&P 500 haben, dann werde ich entsprechend nochmal die Produktsuche auf der Z-Bank-Derivate-Seite zeigen. Das ist immer so das zweite, die zweite Suchmaschine, die wir vorzeigen wollen und da kann ich entsprechend nochmal zeigen, wie man entsprechend dann andere Scheine suchen kann, also mit und ohne Laufzeit und so weiter. Dann würde ich quasi dann darauf nochmal eingehen oder ist es dann automatisch ersichtlich, was ich dann da zeigen kann. Dann erinnern wir uns nochmal dran. Aber hier erstmal nicht. Das geht dann nur über die Z-Bank-Derivate-Seite, weil hier haben wir konkret eben nur diese Endlos-Turbos integriert. Okay, super. Dann kann René weitermachen. Jawohl, gerne. So, zweiter Markt, den wir uns anschauen, ist der S&P und wir beginnen mit der Saisonalität. Schauen uns auch dort erstmal die Seasonals an. Da ist auf die steilen Passagen auch zu achten. Man darf den Chart nicht so verstehen, dass man jetzt sagen kann, okay, geht unten links los und endet rechts oben, also das ganze Jahr über investiert bleiben, sondern wie vorhin schon beschrieben, die steilen Passagen, also die trendigen Passagen, sind die Passagen, in denen wir tatsächlich eine stabile Tendenz in eine Richtung sehen, also in der es sehr regelmäßig, sehr gleichförmig in eine Richtung läuft. Die Phasen, in denen es seitwärts läuft, haben überhaupt keine Prognosesignifikanz. Das heißt, da haben wir einen sehr diffusen Verlauf. Da geht es mal rauf im einen Jahr, im nächsten Jahr fällt es, dann geht es mal wieder rauf, dann fällt es mal wieder. Heißt also, man kann hier aus diesem saisonalen Chart zwei signifikante, saisonal gute, bullische Phasen herauslesen, nämlich einmal von Ende September, ja, eigentlich sogar eher Mitte, Ende Oktober, da geht diese steile Phase los, bis Ende des Jahres, beziehungsweise das zieht sich eigentlich sogar durch bis in den späten April, Anfang Mai und dann kommt so eine Phase hier von Mai bis in den September hinein, wo es jetzt nicht so signifikant ist. Das heißt also, wir sind im Moment noch aus saisonaler Sicht, das ist ja eigentlich die bekannteste und wahrscheinlich ja auch eine der stabilsten Saisonalitäten, die wir im Aktienmarkt kennen. Wir sind im Moment noch in einer Phase, in der es laut Saisonalität weiter nach oben gehen soll. Heißt also, Seasonals deuten hier im Moment noch keine Umkehr an. Im Gegensatz zu den Intermarkets. Intermarkets, schauen wir mal drauf, zeigen uns hier speziell ab
Februar schon, ab Mitte Februar bereits gen Süden. Sehen wir hier unten den Forecast, der also anzeigt, dass wir bis in den Juli hinein tendenziell eher Schwäche erwarten dürfen. Jetzt muss man dazu immer eine realistische Erwartungshaltung haben. Diese Intermarkets sind natürlich einzelne, einige wenige Einflussfaktoren für einen Markt, die permanent eigentlich eine Rolle spielen. Das können zum Beispiel Zinsentwicklungen sein, das können auch Rohstoffentwicklungen sein, Währungsentwicklungen. Das ist von Markt zu Markt unterschiedlich, was da die Haupteinflussfaktoren sind. Aber die werden natürlich auch mal überlagert sein von politischem Geschehen, von anderen Effekten und natürlich nicht immer funktionieren. Das Beste, was man da hinbekommt und was realistisch ist, ist, dass man von 10 Prognosen, die signifikant in eine Richtung zeigen, werden 2, 3 Volltreffer dabei sein. Da wird es stark in diese Richtung auch laufen und auch sehr gut getimt sein vom Start- und Endzeitpunkt. Dann werden 3, 4 Bewegungen dabei sein, die ja leicht in diese Richtung laufen, in die richtige Richtung. Und dann werden aber auch 3, 4 Bewegungen dabei sein oder Prognosen dabei sein, die leicht gegen einen laufen im Endeffekt, also wo man nichts verdient und sogar noch ein bisschen was verliert. Das ist eine realistische Erwartungshaltung. Jeder, der was anderes erwartet, ist auf einem anderen Planeten unterwegs. Das ist nicht realistisch. Heißt also, man darf jetzt nicht hergehen und sagen, oh je, das muss immer funktionieren, sondern realistisch ist, es bringt uns einen Vorteil weg vom Münzwurf hin zu einem Vorteil, wenn wir es immer wieder anwenden, weil da sind Bewegungen dabei. Wenn man sich zum Beispiel mal diese Prognose hier anschaut, diese Rallye, das hat natürlich im Markt ja knapp 600, 700 Punkte nach oben gebracht. Ja, von so einer Prognose zehrt man natürlich dann eine Weile. Dieser Absacker hier war auch ganz, ganz gut. Dann hatten wir aber auch mal hier eine Abwärtsprognose, wo es am Ende nur seitwärts oder sogar leicht aufwärts lief. Das hat also nicht getroffen. Diese Aufwärtsprognose war wieder ganz in Ordnung. Die hat ein bisschen was verdient. Der erste Absacker, den wir hatten, war auch in Ordnung. Nur im Moment sehen wir, die Prognose ist schon gen Süden. Der Markt ist aber zuletzt noch gestiegen, hat jetzt mal so ein paar schwächere Tage gehabt. Aber heute, beziehungsweise seit Freitag nach Spätnachmittag, wieder im Erholungsmodus. Also im Moment sind die Intermarkets schon gen Süden orientiert und der Markt steigt aber noch, beziehungsweise ist weiter gestiegen. Wir werden sehen. Es kommt extrem selten vor, dass es diametral entgegengesetzt läuft, eigentlich so gut wie nie. Aber es kann gut sein, dass wir am Ende feststellen, okay, aus dieser Chance für eine große Korrektur, da ist nur eine Seitwärtsbewegung geworden oder sogar eine moderate Aufwärtsbewegung. Heißt für mich, ich versuche natürlich hohe Short-Einstiege zu bekommen. Wir hatten letzte Woche mal so 1, 2 Überlagerungsmuster, die sich dafür ganz gut angeboten haben. Festere Eröffnung damals über der 2810. Dann wurde das wieder abverkauft. Dann der Durchbruch durch die 2775. Das war auch so ein Verkaufssignal, was man handeln konnte. Allerdings war natürlich die Verweildauer in diesem Verkaufssignal, die war sehr kurz, weil wir dann auch schnell wieder gesehen haben, als es mal 50, 60 Punkte gefallen war, dass es sich wieder fängt. Das ist halt im Moment der Modus. Da muss man realistisch rangehen. Für mich bedeutet das, wenn ich beides zusammennehme, Intermarkets sind ein dynamisches Muster. Das heißt, die haben Vorrang vor einem starren Muster wie der Saisonalität. Es wird ganz interessant werden, hier so im Mai, speziell in Richtung Juni gehend, da haben wir ganz gute Chancen, dass es auf der Short-Seite gelingt. Und jetzt muss man natürlich dann, und da kommt dann Stefan ins Spiel, muss man natürlich umso mehr über die Chart-Levels kommen, über Widerstände, Unterstützung, über Einstiegsmuster, wo man sagen kann, okay, da macht es Sinn einzusteigen, weil ohne Preisbestätigung, jetzt nur weil eine Intermarket-Prognose sagt, wir haben eine gute Chance, dass es fällt, wäre das natürlich Wahnsinn, sich einfach gegen eine Bewegung zu stellen. Da muss schon was dahinter stehen. Da brauchen wir Preisbestätigung, da brauchen wir Widerstände, die wir nutzen können. Und das ist immer sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht nur auf einen Filter verlässt, sondern dass man eben auch vor allem um die Fehlbarkeit von jedem Instrument, was man benutzen kann, weiß. Das gilt für Saisonalitäten, die ab und zu daneben liegen. Das gilt für Intermarkets. Das gilt für alles, was am Markt irgendwie möglich ist. Deshalb bin ich gespannt, was der Stefan sagt. Wir haben im Moment, wie gesagt, noch saisonal einen positiven Trend. Der Aktienmarkt zeigt das auch noch, ist noch sehr robust.
diese Abschwächung, die die Intermarkets erwarten lassen, hat noch nicht eingesetzt in dem Maß. Heißt also, wir müssen unbedingt über die Preisebene kommen und das Ganze timen. So, ich beginne mal, wie Ingmar eingangs erwähnt hat, zunächst mit dem DAX nochmal ein kleiner Rückblick dazu, denn der DAX und der S&P haben durchaus eine gewisse Korrelation. Das bedeutet, es ist mittelfristig nicht davon auszugehen, dass der DAX steigt, während der S&P fällt oder umgekehrt, sondern die werden beide irgendwo so einigermaßen in die gleiche Richtung laufen. Und beim DAX hatten wir ja das letzte Mal eine Stop-Buy-Order, also auf eine Short-Position. Das ist immer ein bisschen verwirrend. Stop-Buy bei einer Short-Position bedeutet, wir kaufen eine Short-Position. Nicht zu verwechseln mit Stop-Sell bei CFDs oder sowas. Deswegen, da kam vorhin noch eine Frage rein. Deswegen ganz kurz die Erklärung dazu. Also wie gesagt, Stop-Buy für eine Short-Position, wenn der DAX unter 11.290 Punkte fällt. Und was man hier sehen kann, ist, das hatte ich bei der letzten Analyse auch schon erwähnt, wir haben hier einen Abwärtstrendkanal, der ist im ja vor rund einem Jahr gestartet. Da sind wir jetzt an das obere Ende herangelaufen, sind bislang daran gescheitert. Und jetzt muss man eben abwarten, gibt es ein neues Jahreshoch, dann dürfte die Bewegung erstmal weiter nach oben gehen. Sollte man wirklich dann unter die Region 11.290 fallen, damit haben wir eben die letzten Tiefs hier oben unterschritten. Und dann herrscht ein entsprechendes Verkaufssignal vor und dann ist eben davon auszugehen, dass wir uns innerhalb des Trendkanals dann in den kommenden Wochen weiter nach unten bewegen werden. Im DAX wie auch im S&P haben wir normalerweise im März beziehungsweise noch mehr im April ein sehr starkes saisonales Muster. René hat es auch schon erwähnt. Wenn wir uns entgegen so einer starken Saisonalität bewegen, dann hat das durchaus einen Hintergrund. Und den muss ich da nicht jedes Mal hinterfragen, sondern wenn ich das eben erkenne, dass der Druck entgegen der saisonalen Vorgabe einfach vorhanden ist, dann kann ich mich entsprechend positionieren, denn dann gehe ich davon aus, dass da sich ein entsprechend starker Trend entwickelt. Und dann kann es eben sein, dass es eben nicht Sell in May, wie üblich heißt, sondern wegen mir Sell in March oder sowas, dass es dann einfach da schon nach unten geht. Gut, was hier zu sehen ist, ist das langfristige Bild des S&P. Das ist wieder auf Monatsbasis. Da kam vorhin auch eine Frage rein dazu. Man sieht hier unten an der Zeitskala jetzt hier die Jahre. Deswegen das längste, was ich habe, ist ein Monatschart. Das heißt, wenn die Jahre hier unten eingeblendet werden, ist davon auszugehen, dass wir eben den Chart auf monatlicher Basis haben. Man kann das auch so in etwas einschätzen, wenn eben zwischen zwei so Strichen hier, das ist ein Jahr. Und dann kann man ja in etwa zählen, wie viele Balken das es hier gibt. In dem Fall eben 12 Balken ist ein Monatschart innerhalb des Jahres. Nur so viel nochmal zur Erläuterung. Jetzt beim Wochenchart werde ich es dann auch gleich nochmal zeigen, beziehungsweise beim Tageschart, so dass man dann alleine an der Zeitskala schon rauslesen kann, in welcher Zeitebene dass ich mich befinde. Ich mache das mal weg und komme dann zum S&P selbst. Hier zu sehen ist, dass wir hatten im vergangenen Jahr eine negative Divergenz. Das heißt, der Strich hier ist nicht unbedingt gerade. Wir haben hier ja im Prinzip gleichbleibende Hochpunkte im MACD auf Monatsbasis, während hier ganz klar steigende Hochpunkte im Index selbst zu sehen waren. Das hat darauf hingedeutet, dass wir eben eine Schwächephase erleben. Die ist jetzt dann auch im letzten Quartal irgendwo abgefeiert worden. Allerdings sind wir auf Monatsbasis immer noch in einer abwärtsgerichteten Bewegung. Es ist etwas schwierig. Auf der einen Seite ist, wie gesagt, diese negative Divergenz ist abgearbeitet worden. Da würde ich jetzt keine Position mehr drauf eröffnen. Allerdings befinden wir uns nach wie vor im sehr deutlich positiven Terrain auf Monatsbasis mit einer nach wie vor abwärtsgerichteten Bewegung, was eben darauf hindeutet, dass wir langfristig voraussichtlich den Weg nach unten weiter einschlagen werden. Das kann allerdings durchaus auch sein, dass wir uns hier noch vorerst in diesem Trendkanal bewegen und dann, wie gesagt, man sieht es hier unten, wir haben hier ungefähr bis dahin ist ein Börsenjahr, das ist Ende 2019. Das kann durchaus sein, dass der große Abschwung dann erst im Jahr 2020 oder wegen mir auch noch im Jahr 2021 kommt. Da würde ich jetzt noch keine
gehebelte Short-Position auf so ein langfristiges Szenario eingehen. Ich möchte es nur darstellen, dass man eben weiß, dass der übergeordnete Monatstrend eben beginnt, eine Trendwende auszuarbeiten, sodass in den kommenden Monaten bzw. Jahren eher von nachgebenden Notierungen auszugehen ist. Mit der Information gehen wir dann gleich eine Ebene tiefer. Das ist hier die Wochenebene. Da sieht man eben, beziehungsweise muss ich gerade mal gucken, genau, das ist die Wochenebene. Hier sieht man, ein Jahr ist zwischen diesen zwei grauen Strichen zu sehen. Hier sieht man einzelne Monate und kann dann eben abschätzen, wenn man jetzt da beispielsweise ein halbes Jahr nehmen würde, wie viele Balken sind dazwischen drin? Ist es dann eben ein Wochenchart oder ein Tageschart? Also für einen Tageschart müssen es wesentlich mehr Balken dazwischen sein. Okay, das kurz zur Erläuterung, welcher Zeitebene wir wieder sind. Hier sieht man, dass wir im Prinzip seit Jahresanfang oder seit Ende des vergangenen Jahres in so einer technischen Aufwärtsbewegung uns befinden, kommen hier allerdings mit dem Hoch, was wir hier Anfang des letzten Jahres hatten, beziehungsweise dem bisherigen Allzeithoch, kommen wir so langsam an die Grenze der Erholung heran. Man merkt es auch, dass die Dynamik etwas nachlässt. Der MACD auf Wochenbasis, der Abstand der beiden Linien verringert sich etwas. Wir sind hier momentan an der Nulllinie dran. Das heißt, das große Erholungspotenzial ist in dem Falle nicht mehr vorhanden. Dieser Balkenchart hier unten, der misst den Abstand der beiden Durchschnittslinien, und da lässt sich eben erkennen, wenn sich der dieser Abstand verringert, und dann lässt die Dynamik etwas nach. Wie gesagt, hier oben sind wir da dran jetzt an so einer Widerstandszone, und da wird es eben gefährlich im Hinblick auf einen erneuten Rücksetzer. Und das schauen wir uns jetzt dann nochmal in der Tagesebene an. Und auch hier nochmal die kurze Erklärung. Hier haben wir eben einen Handelsmonat hier unten zu sehen. Da ist eben Januar, Februar, März und so weiter hier unten zu erkennen. Das bedeutet, alleine von der Anzahl der Balken sieht man dann eben, dass wir in der Tagesebene drin sind. Auch jetzt, wenn ich einfach mal die Gesamtzeit, die Achse mir betrachte, da haben wir jetzt hier seit Ende 2016, das ist einfach dann eher eine Tagesebene als jetzt eine Stundenebene zum Beispiel. In der Stundenebene habe ich die meistens die letzten 2, 3 Monate dann drin. Gut, soweit auch da die Erklärung eben zu der Zeitebene. Interessant ist jetzt eben der aktuelle Widerstandsbereich. Wir hatten hier im letzten Quartal mehrfach das Problem, hier über die Region 2820, 30 irgendwo nach oben anzusteigen, und sind hier immer wieder nach unten abgedreht. Da war es sogar mal nur noch knapp über der 2800. Und jetzt zuletzt eben auch nochmal 2 Hochpunkte, wo wir Probleme hatten, da weiter nach oben anzusteigen. Wir haben hier auch vom MACD im klar positiven Terrain nach unten gedreht. Es wäre allerdings durchaus möglich, dass wir hier nochmal nach oben abdrehen sollten. Allerdings die wahrscheinliche Variante ist eben, dass wir uns da, dass wir hier noch ein bisschen weiter zurückkommen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, im Falle von einer kleinen Erholungsbewegung nach oben, die wir jetzt auch im heutigen Tagesverlauf gesehen haben. Hintergrund der Bewegung heute ist die Hoffnung auf eine Einigung der Handelsstreitigkeiten der USA mit China. Das hat die Kurse eben sehr deutlich nach oben getrieben. Wir hatten heute Morgen da ein Limit von 2770 festgelegt. Da sind wir momentan dran. Deswegen auch hier Einstieg auf aktuellem Niveau. Den Ausstieg haben wir dann gewählt bei 2850. Da sind wir knapp über den letzten Hochpunkten, beziehungsweise die Hochpunkte, die markanten der letzten Monate, die eben diese Widerstandszone klar definieren. Wie gesagt, da eben knapp darüber. Und als Kursziele haben wir uns angeschaut, aus technischer Sicht sind wir zunächst hier irgendwo in der Region um 2600, wenn wir hier weiter nach unten dann weggehen sollten. Im weiteren Verlauf haben wir dann als die 2500 als etwas schwächere Unterstützung, und letztendlich im Zuge dieser
möglichen Korrekturbewegung über die kommenden Wochen dann die Region um 2350 mit dem Tief des vergangenen Jahres. Sollten wir wirklich so weit zurückfallen, dann muss man natürlich schauen, wie viel Dynamik steckt noch in so einer Abwärtsbewegung drin. Gibt es da weitere Verkaufssignale? Da nochmal rufe ich in Erinnerung den Jahreschart, der eben sehr bearish aussieht. Könnte es da schon zu der größeren Korrektur kommen oder nicht? Das wird sich dann eben in der Region 2350 entscheiden, wenn denn wirklich der Kurs so weit zurückkommt. Das soweit als technisches Szenario. Bevor ich an den Falco übergebe, wiederhole ich dann wie immer am Ende ganz kurz das Trading Setup, Limit 2270, das ist aktuelles Kursniveau, Ausstieg 2850, das ist knapp über den Hochs der letzten Monate und die Ziele 2600, 2500 und letztendlich die 2300 für unser aktuelles Szenario. Das war es auch schon von meiner Seite vom heutigen Webinar und jetzt übergebe ich letztmalig an den Falco. Ja, dann vielen Dank nochmal, Stefan, für deine Ausführungen. Auch hier mal dann letztlich mal ich nochmal die Moderatorenrechte zurück, um das Trading Setup zum S&P 500 vorzustellen. Das will ich jetzt nicht am DZ-Bank Guidance Desktop machen, sondern über die Z-Bank Derivate-Seite Ihnen eine Alternative aufzeigen. Also die Z-Bank Derivate-Seite, das markiere ich auch hier oben nochmal. Der Link ist ein bisschen einfacher als der andere, DZ-Bank-Derivate.de. Ist im Endeffekt die zentrale Informations- und Suchseite für alle unsere Produkte und natürlich kriegen Sie dort eine ganze Menge Marktinformationen, Sie kriegen Trading-Ideen, Anlagemöglichkeiten und so weiter. Und jetzt möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie Sie entsprechend jetzt die Trading-Idee eines S&P 500 Short umsetzen können. Also, wir haben gehört, es gibt oder tendenziell zeigt sich entsprechend, dass dem S&P 500 nach dem guten Aufschwung die Luft ausgeht. Also, deswegen wäre eine Short-Strategie eine gute Möglichkeit. Das Einfachste, wie Sie entsprechend jetzt auf dieser Seite zu einer solchen Trading-Idee kommen, ist eigentlich hier über diese Suche-Seite. Sie sehen hier rechts dieses Suchfenster, da klicke ich einmal rein und dann müssten Sie eigentlich nur den Basiswert dort eintragen. Das mache ich mal S&P 500. Sie sehen es, dann kommt sofort hier Hebelprodukte und auch hier will ich mal Endlos Turbos auswählen. Wir werden immer gerne gefragt, warum Endlos Turbos, warum nicht klassische Optionsscheine. Kann man auch wählen, keine Frage. Der Vorteil bei Endlos Turbos oder bei Turbos allgemein ist, dass Sie hier keinen oder kaum einen Volatilitätseinfluss haben, den Sie bei klassischen Optionen schon nochmals zusätzlich berücksichtigen müssten. Das heißt, Sie haben ja eine weitere Unbekannte und eine weitere Prognose müssen Sie tätigen, wie sich die Volatilität entwickelt. Es kann nämlich öfters mal vorkommen, entwickelt sich der Basiswert in die von Ihnen gewünschte Richtung, aber die Volatilität geht beispielsweise deutlich zurück. Dann kann das entsprechend trotzdem dazu führen, dass der Optionsschein einen Wert verliert, weil eben die Risikoprämie ausgepreist wird. Das haben wir öfters dann auch schon mal nachfragen, wie es denn sein kann, weil eine Aktie oder ein Basiswert hat sich stark bewegt, der Optionsschein hat relativ viel Volatilität. Er bewegt sich dann in die richtige Richtung, die Volatilität wird ausgepreist und das kann entsprechend die Bewegung des Basiswertes auch überausgrenzen, kann man sagen. So, wir haben jetzt entsprechend hier diesen S&P 500 ausgewählt. Sie sehen es hier links in der Produktsuche, das markiere ich hier oben auch nochmal, dass wir schon einige Fenster ausgewählt haben. S&P 500 als Basiswert, wir haben ein Hebelprodukt, wir haben Endlos Turbo und jetzt wollen wir auf die Short-Seite wechseln. Und jetzt haben Sie hier, Sie sehen es gleich schon, eine ganze Reihe von Scheinen. Jetzt können wir das noch ein bisschen weiter eingrenzen. Da gehen wir gerne immer über den Hebel, dass wir entsprechend sagen, wir wollen keinen allzu großen Hebel bei unseren Produkten wählen. Ich sage jetzt einfach mal einen Hebel von 5 bis 10 und dann bleiben noch einige Produkte übrig. So haben Sie dann die Möglichkeit zu sagen, jetzt habe ich hier eine gewisse Auswahl an Scheinen, die ich dann nutzen kann. Wir haben hier auch eine neue Funktion. Sie sehen hier grau hinterlegt, sie sind die Wertpapierkennnummern. Wenn Sie jetzt auf eine dieser Wertpapierkennnummern klicken, ich mache das mal hier, dann achten Sie mal so in der Mitte des oberen Bildschirms. Sie sehen hier oben ist in die Zwischenablage kopiert. Das heißt also, nur wenn Sie draufklicken, haben Sie bereits hier die Wertpapierkennnummer in die Zwischenablage kopiert. Sonst müsste man ja vielleicht das Markieren, Copy-Paste, diese Tastenkombination nehmen. Da haben Sie es dann schon gleich drin. Wenn Sie sagen, das Papier passt, dann können Sie sich bei Ihrem Broker einloggen und einfach nur über zum Beispiel rechte Maustaste einfügen oder über die Tastenkombination STRG und V. Meist kennen das von Ihnen vielleicht, wenn man so in Word arbeitet, ist das ja eine gängige Kombination. Können Sie dann entsprechend die Wertpapierkennnummer gleich dann dort eintragen.
Wenn Sie ansonsten das Produkt haben, Sie wollen trotzdem aber noch mehrere Informationen darüber haben, dann können Sie hier einfach irgendwo beliebig in dieses Feld hineinklicken und dann kriegen Sie nähere Informationen zu diesem Produkt angezeigt. Das nur mal kurz zur Vollständigkeit habe. Sie sehen hier oben nochmal Endlos Turbo Short auf den Basiswert S&P 500. Hier oben sieht man auch den Abstand zum Basispreis knapp 15%. Daran sieht man auch ganz klar, je höher der Hebel natürlich, desto größer sind die Chancen, aber dann sinkt natürlich hier der Abstand zum Basispreis sehr, sehr stark. Und wenn dann Ihr Trading-Up-Setup grundsätzlich stimmt, aber es gibt mal vielleicht einen Tag, wo es gegen Sie läuft und Sie haben dann eben Hebel von 30, 40 oder 50, dann reicht bereits 1 oder 2% Bewegung im Basiswert gegen Ihr Trading-Setup und dann werden Sie ausgestoppt und ja, Ihr gesamtes Investment ist dann entsprechend verloren, auch wenn im Endeffekt vielleicht dann die Tage, denn sich das Trading Setup in die von Ihnen gewünschte Richtung bewegt und deswegen sagen wir immer auch gerne, nicht einen allzu großen Hebel wegen, sodass Sie entsprechend hier ein bisschen mehr Abstand zum Basispreis haben. Sie können dann, wenn Sie ein bisschen runterscrollen, haben Sie dann auch die Möglichkeit, sich hier einen Chart anzuschauen, entweder vom Produkt selbst oder Sie können auch hier, wenn Sie hier oben raufklicken, sich einen Chart vom Basiswert anschauen über ein oder auch mehrere Tage, sodass entsprechend hier ein bisschen sich einen Überblick verschaffen wollen. Wenn Sie noch ein bisschen weiter runter scrollen, kommen dann die wichtigsten Daten, also Stammdaten und Kennzahlen, wo man dann nochmal alles nachlesen kann. Dann war vorhin die Frage, wie das mit Laufzeit-Turbos aussieht beim Währungspaar britisches Pfund US-Dollar. Da habe ich vorhin schon mal nachgeschaut. Da muss ich sagen, wir haben da leider keine. Wir haben uns da hier auf die Endlos-Turbos konkretisiert. Für, ich sag mal, Trades, die vielleicht auch, ich sag mal, nicht allzu lange laufen, sind meines Erachtens auch die Endlos-Turbos sinnvoller als Laufzeit-Turbos. Sie müssen nämlich sehen, immer wenn Sie ein Laufzeit-Turbo kaufen, also ein Produkt, was eine bestimmte Laufzeit hat, also beispielsweise läuft bis zum 30.06., dann zahlen Sie mit Kauf natürlich schon das gesamte Aufgeld oder müssen Sie bezahlen, was in diesem Produkt drin ist. Bei einem Endlos-Turbo, was also keine Laufzeit offiziell Ende hat, wissen wir ja nicht, wie viel Aufpreis wir sofort einpreisen müssen. Also wird das ratierlich pro Tag durchgeführt. Das heißt also insbesondere, wenn Sie kurzfristige Trading-Chancen nutzen wollen, dann macht es unseres Erachtens mehr Sinn, eben auf Endlos-Turbos zu setzen, weil da würden die Finanzierungskosten pro Tag in den Basispreis dann hineingerechnet. Das heißt, Sie müssen nicht in einem Schlag die gesamten Kosten dann sofort tragen. Das macht eigentlich nur dann Sinn, wenn Sie ganz konkret wissen, jawohl, das Produkt läuft bis zum 30.06. und so lange will ich es auch halten, also fast bis zur Endfälligkeit, will entsprechend also auch das Produkt ausgeübt haben. Und deswegen haben wir hier zumindest für dieses Währungspaar auch nur endlos Turbos. Deswegen kann ich das jetzt hier nicht konkret zeigen. Wenn Sie aber entsprechend grundsätzlich wissen wollen, wie es denn ausgewählt werden kann, dann will ich hier entsprechend auf diese Produktsuche verweisen und dann haben Sie natürlich hier die Möglichkeit, Hebelprodukte auszuwählen und jetzt ist es in diesem Beispiel S&P 500 nicht ganz gegeben. Ich nehme mal einen anderen, klassischerweise nehme ich mal den DAX als Basiswert, gehe dann nochmal auf Endlos Turbos oder Sie sehen hier schon Hebelprodukte, dann habe ich die Möglichkeit natürlich auch andere Produkte auszuwählen und kann entsprechend dann hier auch Produkte nehmen, die eine gewisse Laufzeitbegrenzung haben. Das soll es erstmal vom Trading Setup gewesen sein. Dann gehe ich nochmal ganz kurz auf. Ja, gerne. Jetzt kam ich gerade noch eine Frage, weil du eben gesagt hast, beim Optionsschein haben wir den Volatilitätseinfluss, den wir jetzt bei den Turbos nicht haben. Jetzt kam die Frage gerade rein, wie es denn mit dem Zeitwertverlust aussieht. Ich denke mal, dass das auf die Knockouts bezogen ist, wie da die Finanzierungskosten sind. Ich denke, das ist die Frage. Jetzt muss ich gerade darüber nachdenken. Was ist der Zeitwertverlust? Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Ich denke, die Frage ist, du hast eben auf dem Snapshot drauf, da sieht man ja Finanzierungskosten, welche da eingepreist werden bei euch. Ich denke, das ist die Frage. Die Frage geht im Endeffekt wird das Ganze ja, sag mal, eingepreist über. Also ich öffne mal einfach hier irgendein beliebiges Produkt. So, im Endeffekt wird das ja alles eingepreist. Was haben wir denn hier? Hier sehen Sie zum Beispiel den Anpassungsprozent, die Finanzierungskosten im Endeffekt dann. Das wird alles im Endeffekt eingepreist, regelmäßig über die sogenannte Knockout-Barriere. Das heißt, beim Long steigt sie, beim Short fällt sie. Das heißt also, im Endeffekt läuft das Produkt im Laufe der Zeit einfach immer weiter gegen sie. Und das, so kann man es entsprechend sagen. Das ist dann entsprechend damit eingepreist. Man kann deswegen auch sagen, eignen sich die Produkte gleichzeitig auch nicht für eine längerfristige Anlage. Also macht
bei Optionsscheinen ja sowieso keinen Sinn. Aber wir hatten auch immer wieder die Frage von Anlegern, die sagten, das Produkt, sie haben ein Produkt, das läuft einen ganzen Monat und wundern sie sich, weil beispielsweise beim DAX jetzt hier mal genommen, Sie sehen hier in der Anpassungsprozentsatz, es wäre jetzt, glaube ich, hier ein Short, deswegen macht das jetzt nicht ganz so viel Sinn. Da müssen wir mal, Entschuldigung, müssen wir mal ein Long-Produkt auswählen. Dann kann ich das nochmal kurz zeigen. Haben wir, nein, Entschuldigung, machen wir es mal ganz neu. Machen wir mal einen DAX. Läuft das jetzt? Das ist immer der Vorführeffekt. DAX Hebel Long. So, jetzt scrollen wir mal runter. Genau, hier kann man sehen, Anpassungsprozentsatz, das heißt, das sind die Finanzierungskosten, die entsprechend auch die anderen Sachen beinhalten und da sind es dann eben 2% per anno. Das macht jetzt, klingt erstmal nach nicht viel, bezieht sich aber auf eben den Basispreis von diesen 10.440 Punkten. Das heißt also, wenn Sie 2% auf 10.000 Punkte rechnen, das müssen Sie dann noch durch 365 teilen, dann habe ich den prozentualen oder habe ich den Anpassungsprozentsatz pro Tag und das können dann schon mal etliche Cent sein. Und wenn ich dann hier mal hochscrolle und sage zum Beispiel, hier werden dann ganz schnell mal 20 oder 30 Cent innerhalb von wenigen Tagen abgezogen, dann sieht man also, wie schnell das Produkt dann entsprechend an Wert verliert. Also da muss man ganz stark aufpassen, dass diese Produkte sich ja wirklich nur für kurzfristige Spekulationen eignen. Ich hoffe, damit konnte ich die Frage soweit beantworten. Ich weiß nicht, Ingo, du bist auch noch... Genau, ja, also auch genau die Frage, die gestellt wurde. Vielleicht noch als Zusatz, um das auch nochmal zu sagen, du hast ja eben gesagt, genau beim Short fällt dann der Basispreis, beim Long steigt er. Dadurch wird ja der Wert sozusagen immer gemindert um ungefähr, würde ich mal sagen, 1 bis 2 Cent pro Tag. Man muss aber auch sagen, sollten die Zinsen mal wieder deutlich ansteigen, hat man ja beim Short, der verkauft wird, einen Zinsvorteil. Heißt also, wir müssen bei einem Long Zinsen bezahlen plus die Marge des Emittenten und das wird dann runtergerechnet auf einen Tag. Und beim Short wäre es ja rein theoretisch so, dass uns die Zinsen gutgeschrieben werden und davon die Marge abgezogen wird. Nehmen wir jetzt mal an, die Marge wären 2,5% pro Jahr, die Zinsen wären aber 5% pro Jahr. Dann hätte ich ja sozusagen eine Gutschrift von 2,5%. Dann würde wiederum der Basispreis ansteigen. Das nur als Zusatz. Momentan ist es natürlich so, wie du gesagt hast, durch die niedrigen Zinsen. Aber wenn sich das mal wieder ändert, kann es sogar auch einen positiven Effekt haben auf den Schein. Ja, das ist richtig, genau. Also im Endeffekt muss man natürlich gucken, also im Endeffekt funktionieren Optionsscheine immer so, ich setze einen ganz kleinen Teil ein, also wenn ich 1 Euro einsetze und 9 Euro mir vom Emittenten leihe, habe ich einen Hebel von 10, weil ich setze ja nur 1/10 meines 1, dass die anderen 9 Euro, die ich mir aber leihe, die werden natürlich verzinst. Aktuell ist die Verzinsung aber äußerst niedrig. Wenn dann aber die Zinsen ansteigen, kann das natürlich auch wieder nach oben gehen. Also das muss man mit berücksichtigen. Es sind aber eher kleinere Stellschrauben, würde ich mal sagen, aber nichtsdestotrotz sind es doch eben immer ein paar Dinge, die man hier beim Trade berücksichtigen muss. Da will ich sagen, damit habe ich jetzt hier die Z-Bank-Seite zumindest hier erläutert. Dann gehe ich noch einmal kurz auf die Präsentation zurück für die letzten 2 Folien, weil dann gucke ich mal drin. Ich glaube, wir haben keine weiteren Fragen mehr offen. Wenn noch uns irgendwas übersehen worden ist, dann wie gesagt gerne in der Nachgangs-E-Mail. Aber ich glaube, da sind wir erstmal ganz gut auf dem Weg. Ja, damit, liebe Teilnehmer, sind wir auch fast schon am Ende unseres heutigen Webinars angekommen. Ich möchte mich an dieser Stelle zunächst mal ganz herzlich wieder bei unseren Referenten der Trading-Gruppe 2.0 für ihre ausführlichen und auch fundierten Analysen herzlich bedanken. Und dann möchte ich Sie auch gleich hinweisen auf unser Webinar in einer Woche. Das findet statt am 18.03. Dann wird Sie wieder mein Kollege Markus Landau als Moderator hier begrüßen und zwar zusammen mit unserem neuen Gespann von Feingold Research und hier erwarten Sie fundamentale Analysen zum Markt und auch ausgewählte Einzeltitel, die wir uns da vornehmen wollen. Auch die Kollegen wollten entsprechend dann unter dem großen Rubrik Brexit schauen, welche Trading- und Anlagemöglichkeiten ergeben Sie dann. Ja, seien Sie dabei, lassen Sie sich das nicht entgehen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei Ihnen für Ihre zahlreiche Teilnahme und Ihr Interesse ganz herzlich bedanken. Wir hoffen, dass wir Ihnen ein paar interessante und vor allem auch praxisrelevante Trading-Ideen für Ihre Anlagewoche geben konnten. Dann wünsche ich Ihnen wie immer an dieser Stelle ja noch einen schönen restlichen Abend und natürlich wieder eine erfolgreiche Handelswoche. Machen Sie es gut und hoffentlich dann bis in einer Woche. Tschüss. Ja, und natürlich auch von uns einen schönen Abend noch. Weiterhin gute Trades und dann freuen wir uns aufs nächste Webinar mit Ihnen. Machen Sie es gut. Ciao.